Ja, salam, hallo. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ich möchte bei diesem kurzen Redebeitrag auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen zu danken als Grünen-Politiker, dass Sie sich ein so wichtiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben und dazu einen Leitantrag geschrieben haben. Das ist für viele Parteien leider nicht selbstverständlich, aber umso wichtiger, dass Sie das in Angriff nehmen. Mein Respekt und meine Wertschätzung haben Sie auf jeden Fall. Wir haben noch vor wenigen Wochen den tragischen Fall in Christchurch, wo ein Terrorist in eine Moschee gestürmt ist und mehrere Dutzend Menschen umgebracht hat, diese auch noch blutrünstig gefilmt und ins Internet gestellt hat. Dieser Terrorist hat sich auch leider auf Politiker in Deutschland berufen, die er sogar zuvor finanziell unterstützt hat. Und das sollte uns allen ja, zum Nachdenken anregen, zu bedenken geben, wie so etwas passieren kann, wie solche Menschen auch sich auf deutsche Politiker berufen können. Er hat ja ein Manifest geschrieben, wo auch wir in Deutschland angesprochen sind. Und das ist, finde ich, sehr erschreckend, weil ich Angst davor habe, dass solche Vorfälle auch in Deutschland sich wiederholen könnten. Nach diesem Vorfall in Neuseeland ist aber für mich noch was viel Schlimmeres passiert. Und zwar hat unser Heimatminister gesagt, dass wir in Deutschland kein Rassismusproblem haben. Da ist natürlich ein Weltbild für mich, was meine Heimat ist, etwas zerstört und zerrüttet. Dennoch möchte ich Herrn Seehofer und natürlich Sie alle fragen, wie man so etwas sagen kann in einer Zeit, wo muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, fast täglich an Übergriffen leiden, wo sie bespuckt werden, beleidigt werden und teilweise sogar geschlagen werden, in einer Zeit, wo Moscheen regelmäßig attackiert werden und Übergriffe erleiden, in einer Zeit, wo wir immer noch unaufgeklärte NSU-Morde haben, wo immer noch ein Riesenfragezeichen im Raum steht und auch zu einer Zeit, wo nachweislich Polizeibeamte geflüchtete Menschen geschlagen haben und trotzdem in ihrem Amt bleiben dürfen. Da stellt sich für mich die Frage, als ein Mensch, der selber Migrationshintergrund hat, muslimisch ist und das auch in dieser Gesellschaft sichtbar zeigt, sich aber mit dieser Identität in dieser Gesellschaft einsetzen möchte. Wie kann ich das mit Herrn Seehofer in Verbindung bringen als der Minister meiner Heimat? Ist seine Heimat die gleiche wie meine Heimat? Ich glaube, er sieht meine Heimat darin gar nicht. Die geht in seiner Heimat irgendwo unter. Und das erschüttert für Menschen wie mich das Vertrauen in unsere Gesellschaft, das Vertrauen in unsere gemeinsame Zukunft und vor allem das Vertrauen in noch mehr zu tun für uns alle, weil das Gefühl da ist, wir werden eh nicht gesehen, eh nicht beachtet, eh nicht gewollt in dieser Gesellschaft. Und dennoch bekommen wir immer wieder die Frage, wann integriert ihr euch denn endlich? Ja, wann ist es denn nun so weit, dass ihr als euch Deutsche fühlt? Und dieses Gefühl, sich als Deutsche zu fühlen, ist eben nicht einseitig machbar. So oft ich mir auch sage, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und ich bin Deutsche. Und wenn immer wieder dann auf Facebook, sozialen Medien oder wo auch immer ich mit der Frage konfrontiert werde, woher kommst du denn nun? Okay, woher kommen denn nun deine Eltern? Wird sich für mich diese Selbstverständlichkeit, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, nicht von alleine lösen. Und das sehe ich auch in meinen Kindern. Die sind mittlerweile in der vierten Generation in Deutschland. Und wenn sie gefragt werden, dann sagen sie ganz selbstverständlich, dass sie Türken sind. Und das haben sie nicht von mir zu Hause. Weil ich gehe nicht zu Hause rum und sage jeden Tag, ihr seid Türken, sondern ich sage, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und wir haben hier gemeinsam eine Akademie gegründet, um von Muslimen mit einem muslimischen Selbstverständnis heraus für diese Gesellschaft aktiv zu werden, für ein gemeinsames Miteinander, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus. Das muss also nicht, das kann nicht nur an mir liegen, das muss auch an unserem System hier liegen. Unser System diskriminiert, unser System ist rassistisch und das sehen wir an verschiedenen Orten in dieser Gesellschaft. Wir sehen das ganz häufig in Haftanstalten, wo muslimische Insassen auch diskriminiert werden, rassistisch angegangen werden. Das sagen auch die muslimischen Seelsorger, die dort aktiv sind, die regelmäßig die Erfahrung mit Haftanstalten haben, wo sie ja sehr islamophobe, islamfeindliche Aussagen der Haftanstalten zu hören bekommen. Das zeigt sich auch ganz häufig bei der Polizei und bei der Feuerwehr, wobei die sich am meisten noch in den letzten Jahren geöffnet haben, muss ich mit Hochachtung sagen. Das zeigt sich aber am stärksten in der Schule. Ganz stark zeigt es sich bei Lehrern und es gibt Zahlen und Belege dafür, dass 67% der Diskriminierung nicht unter Schülern ist, sondern von Lehrern ausgehen. Dabei möchte ich natürlich den Lehrerberuf in Schutz nehmen. Ich denke, das ist ein wertvoller Beruf und ich möchte alle Lehrer rausnehmen, die sich für ihre Schüler einsetzen. Aber wir haben ein massives Problem, das wir nicht wegreden können. Wir haben... Ich würde Ihnen noch sehr viel sagen, aber ich habe zu sehen bekommen, ich habe nur 30 Sekunden.
Ich könnte Ihnen noch den ganzen Abend was erzählen. Deswegen wäre mein Wunsch, dass wir unser Neutralitätsgesetz überdenken, weil ich glaube, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, sehr wohl an Schulen unterrichten können und die Neutralität der Schüler und ihre negative Religionsfreiheit dabei geschützt bleibt. Und ich glaube auch, dass wir unbedingt ein Monitoring an Schulen brauchen, um das ganz kurz zu sagen. Und wir brauchen unbedingt einen Beauftragten gegen Islamfeindlichkeit oder gegen antimuslimischen Rassismus in unserer Regierung, damit wir diese Dinge erfassen können und in den nächsten Jahren sinnvolle Maßnahmen ergreifen können. Ich danke.